war davon automatisch umgedreht, also von alleine. Okay, es speichert. Da war doch gerade. Oh ne, okay, sind die schwarzen Flecken, die hier rumschwören. Ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Okay, dann sind so schwarze Fetzen hier unten durchschwimmen. Ich dachte, das wären Aliens, die immer da lang stolzieren, aber. Oh, Alter, ich hab Angst, dass Aliens hier sind, ganz ehrlich. Alter, wie es aussieht, ne? Was? Zwei Zündungsmechanismen zur Entsperrung der manuellen. Was? Ich kann sie sehen. Was? Warum sind die Aliens hier? Was muss ich hier machen? Gesperrt. Da, schon wieder. Da ist ein Alien oben. Ich werde da mal hingehen, ne? Ich gehe da jetzt mal kurz hin. Es haut da ab. Was macht denn jetzt? Tötet er uns jetzt so? Ich glaube, der macht immer dasselbe. Ich glaube, der macht eigentlich gar nichts. Ich glaube, der soll nur Angst machen. Ich glaube, die rechnen damit nicht, dass ein Spieler dahin geht. Aber wir haben ja eh gespeichert, deswegen war ich ein bisschen riskant gerade. Gesperrt immer noch? Hä? Achso. Was? Das sind zwei! Das ist eine fette Bassbox. Kannst da voll geschillt so das Ding reinschrauben. Drehen, 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 hochziehen. Regler beiseite, Knopf drücken, zumachen. Selber nochmal hier. Ich kann auch nicht, ich kann mich auch nicht rumgucken. Also ich weiß nicht, was die Aliens jetzt machen. Fuck. Boah, das war knapp.
Was? Ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Immer noch nicht zu Ende. Lass das bitte zumachen, dass es da reinfällt. Dankeschön. Also es ist echt krass, ne? Also Sevastopol ist jetzt zerstört. Und warum antwortet keiner mehr hier? Verlaine? Was ist denn los hier? Und das war, meine lieben Leute, Alien Isolation. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Fazit gibt's natürlich von mir. Ja, also das Ende war gerade ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man hat am Schluss noch gesehen, es ist das Licht in ihrem Gesicht gewesen. Und sie hat kurz bevor das Bild aus ist, nochmal ihre Augenbrauen hochgezuckt. Also heißt es, wir sind theoretisch gerettet. Theoretisch. So, zum Spiel. Also, es ist eine sehr, sehr schöne Grafik. Also, was Sega da gemacht hat, ist Hammer. Also die Grafik ist an sich, also die Atmosphäre an sich ist richtig geil. Also ich habe mich echt manchmal drin gefühlt, so als würde ich selber da leben. So. Ich würde auch, so, weiß ich nicht, das wäre auch cool. Ups, glaube ich. Kleiner Schluck auf. Wäre, glaube ich, cool, auch so auf so eine Station zu leben. Also es hat mir irgendwie vom Design her, vom Level-Design, eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Also es ist auch eigentlich fürs Auge zu gucken. Also das Auge guckt mit, ja, natürlich. Und die Grafik, das, die Atmosphäre, die Umgebung, das Weltall, einfach rauszugucken aus dem Fenster und Sterne zu sehen, so weit entfernte Planeten, so. Das ist sehr cool gewesen. Die Schwierigkeit fand, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gespielt habe. Ich glaube, auf normal oder so. Auch vielleicht war es, glaube ich, nicht normal oder vielleicht ein bisschen schwer, ich bin mir nicht sicher. Ja, also es ist, am Anfang war es noch schon ruhig so, du hast einmal alles kennengelernt, man hat ein paar Menschen getroffen, erst ging es um die Menschen, dann ging es um die Syntheten und dann kam das Alien und dann hast du alles auf einmal gehabt, ne? Musstest dich um die Syntheten kümmern, musstest dich um das Alien kümmern oder um die Aliens, was natürlich im späteren Zeitpunkt erst passiert ist. Und dann halt noch die ganzen Menschen, die dann natürlich so dumm sind und sich alle gegenseitig bekämpfen. Der Geschichtenaufbau ist cool gewesen. Man hat richtig gemerkt, so wie halt Amanda, ich glaube, ich weiß gar nicht, zwischen welchem Teil vom Alien es spielt, glaube ich. Ich glaube, das ist zwischen dem ersten und zweiten oder zwischen dem zweiten und dritten spielt dieses Spiel. Also hat er halt dieses Spiel. Also kann man sich eigentlich denken, wo Ripley, die richtige Ripley, in dem Film gespielt hat, hat sie auf jeden Fall schon eine Tochter gehabt. Eine ältere. Man hat es ja gesehen, Amanda. Und man dachte ja immer, sie wäre tot. Dann kam ja natürlich diese Memo und Amanda wusste, okay, sie lebt noch. War aber, glaube ich, nur in diesem Kyro-Schlaf, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Kann ich auch total Blödsinn hier labern, aber gut. Ja, und also ich muss ehrlich sagen, das Spiel raubt einen wirklich die Nerven. Man ist wirklich froh, man ist wirklich froh. Man kann sich als Zugucker, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man endlich einen Speicherpunkt gefunden hat. Weil man merkt, man rennt von A nach B, von B nach A, wie zum Beispiel am Schluss jetzt mit dem Generator. Und, ja, das ist...
Man freut sich einfach, wenn man mehr speichern kann. Klar, für die Zuschauer denkt man sich, oh, speichert er ja schon wieder, aber man ist einfach in diesen Adrenalin drin, dass man sagt, oh, ich will nicht diese 3 Meter, die ich gerade gelaufen bin, will ich nochmal laufen. Weil die einfach so an die Nerven nagen, dass du dir einfach, du sitzt hier und schwitzt, dir denkst du, bitte nicht, mein Herz hat gerast und dann, das kann immer was Neues passieren. Diese Alien ist ja wirklich random. Und, ihr habt ja gesehen, beim Feuer, also Flammenwerfermunition war alle, nur noch den Geräusch mehr, da konnte ich dann noch wie so großteils rauskommen. Das ist einfach, ja, richtig heftig. Also, man ist echt froh, ich bin echt froh, dass ich das Spiel jetzt geschafft habe. Denn ich habe echt eine große Bürde hinter mir. Aliens fand ich damals schon als kleines Kind gruselig. Ich finde sogar heutzutage noch die Filme gruselig. Und, dann muss ich mal kurz umgucken, ich habe gerade eine kleine Panik gehabt, dass irgendwas hinter mir ist. Ich fand die Filme gruselig und das Spiel ist natürlich eine Sache, du erlebst es ja alles selber. Und, ja. Ellen Ripley, hier sieht man es nochmal, hier Sigourney Weaver, die echte Schauspielerin hat Ellen Ripley gespielt. Ja, und dann spielst du dieses Spiel und erlebst dieses alles live. Dieses Alien rennt dir hinterher, du musst entkommen. Kannst natürlich jetzt nicht das Alien abballern, das ist natürlich die Schwierigkeit in diesem Spiel. Und das ist einfach noch eine Etappe höher als nur den Film gucken. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt wirklich froh, das geschafft zu haben, auch gespielt zu haben und dass ihr auch alle zahlreich zugeschaut habt. Das war, ist für mich auch natürlich was Besonderes. Ihr habt da wirklich vieles mal mitbekommen. Freude, fast am Heulen, Ausraster. Okay, die eine Ausrasterfolge ist leider nicht drauf. Ich hätte die gerne hochgeladen. Keine Ahnung, vielleicht gucke ich nochmal, welche Liste nochmal irgendwo. Dann machst du nachträglich nochmal irgendwie, aber ich glaube nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut, die ist, glaube ich, weg. Glaube ich, falsch hochgeladen, weil ich doch ein anderes Projekt am Laufen hatte und hatte keinen Speicher mehr, aber ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall, ich empfehle das Spiel auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch da Spaß hattet. Es ist einfach. Es ist unbeschreiblich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist auch für mich jetzt gerade eine Bürde wirklich von der Last gefallen, so. Endlich geschafft zu haben. Einerseits. Ja. Schade, dass es vorbei ist, aber andererseits bin ich auch froh, weil so neue Projekte kommen können. Und dazu habe ich mir auch schon was überlegt gehabt. Was jetzt aber nichts, weil ich werde auf jeden Fall noch die DLC spielen, die es hier bei hier gibt. Da gibt es kleine Überlebenskünste oder so irgendwie sowas, da gibt es noch irgendwas. Werde ich mir mal anschauen, mal gucken, wie das ist. Werde ich dazu noch was hochladen. Ansonsten werden auf jeden Fall neue Projekte jetzt kommen, stehen die Türen wieder offen, weil durch meine Ausbildung und diese Schule hier dann immer, dieses Lernen und Privat halt, da ist halt, ich bin halt kein Vollzeit-YouTuber, wo ich 24/7 nur vom Rechner sitze. Ich mache das ja alles wirklich in meiner Freizeit für euch und weil ich an der ganzen Sache auch Spaß habe. Und da ist es natürlich schwierig, dann halt in gewissem Maß zu finden, wo man Zeit findet. So, deswegen dieser Upload-Plan, manchmal kamen keine Folgen hoch, weil es einfach auch nicht ging oder irgendwelche technischen Probleme waren. Ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Das ist die Hauptsache, das ist wirklich die Hauptsache. Und bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ihr mich da mit durchbegleitet habt. Es ist einfach die Hölle gewesen. Aber das Spiel ist einfach der Hammer. Ich kann es nur wieder sagen, es ist der Hammer. Am Schluss war ich echt nur noch mit Herzrasen da und dachte mir, bitte, hab jetzt ein Ende, bitte hab ein Ende. Weil man einfach, der Druck wird immer größer, der Druck wird größer und größer und größer und man platzt irgendwann. Also mein Herz hat am Schluss so gerast, dass ich echt dachte, ja, war es dann wohl. Nee, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt diese Credits hier eigentlich noch gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch weiterreden soll oder einfach sagen könnte, jo, ich lasse jetzt die Credits durchlaufen, ich sage jetzt nichts mehr. Chris Geiles. Alles klar hier. Ja. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Kostet nichts, glaube ich. Habe ich mal gegoogelt, dass es nichts kostet. Und, ja. Ups, oh, schon wieder gegen diese Platte von meinem PC gekommen. Ja, was gibt's noch großartig zu sagen? Tja, am Schluss sind alle gestorben. Außer wir. Also, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Projekten wieder. Und damit sage ich, auf Wiedersehen. Macht's gut. Schönen Tag, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
geht's in diese Credits im Gedöns jetzt hier. Dachte ich, ich habe passend ausgemacht jetzt hier, also so passend meine Admoderation. Aber irgendwie laufen die Namen lang. Wer kann da noch alle nochmal sehen? Hier. Großes Kind, was hier natürlich alles mitgewirkt hat. Hier Writing Support, Water Reading, Technical Direction, Pinewood Studios waren mit dabei. Peter Hansen, ein sehr guter Mann. Kenne ich nicht, aber scheint wohl gut zu sein. Foley Artist, Andrea King. Artist, Foley Mixer, Jamie, Riley Touch. Auch eine sehr schöne Musik, muss man natürlich anmerken, was ich gerade sehe. Das Chamber Orchestra of London. Mhm. Ja, die Musik ist sehr, sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Es ist echt alles, passt alles. Wenn man Alien Colonial Marines sieht, was jetzt Sega, glaube ich, nicht wirklich viel mit am Hut hat, und jetzt Alien Isolation vergleicht, da liegen Welten zwischen. Allein die Grafik, alleine diese Atmosphäre einfach, das ist, kann man nicht beschreiben. So, mal gucken. Hey, Erik! Ranga. Ja, wie lange geht denn das jetzt hier noch? Ich denke mal, ich lasse es einfach auslaufen und sage jetzt, wirklich still. Das sage euch dann auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Schönen Tag noch.